Der Streit wird heftig ausgeführt. Eingangs davon haben wir schon so einen kleinen Eindruck bekommen, wie im Wald derzeit der Ton so herrscht. Der Grund: Die Kölner Bezirksregierung lässt in den Hang des Schlossbergs Windeck einen neuen Weg bauen für die sinnvolle Bewirtschaftung durch die Waldbesitzer. Anwohner und Umweltschützer sind dagegen sowas von sauer. Sie haben sich richtig versündigt. Sie haben sich an diesem Ort versündigt. Das können Sie. Zuweisungen. Das werden Sie. Das wird an Ihnen. Das wird an Ihnen ewig hängen bleiben, dass Sie das hier gewollt, zugelassen und nicht verhindert haben. So klingt es, wenn sich Umweltschützer und Waldbesitzer in die Haare kriegen. Aber der Reihe nach. Es geht um diesen unteren Weg. Er soll ausgebaut werden, damit die Waldbesitzer ihre Grundstücke besser erreichen und bewirtschaften können. Darum wird seit Jahren gestritten. Schon 2009 hatte Michael Thielen in Windeck fast 300 Unterschriften gesammelt. Genutzt hat es nichts. Weiter protestieren, so wie heute, will er trotzdem. Um noch mal deutlich zu machen, dass der Weg von den meisten Altwindeckern halt nicht gewollt wird und dass dafür jede Menge Steuergelder verschwendet werden. Wir haben so intensiv versucht, das zu verhindern und die Alternative zu ermöglichen, aber wir sind gescheitert an wirklich sturen und ignoranten Beamten, die die große Lösung hier unbedingt haben wollten. Dabei hätte es ihrer Meinung nach auch kleinere Lösungen gegeben, Kira zum Beispiel. Statt mit großen Maschinen könnte man die Grundstücke nämlich auch mit Rückepferden bewirtschaften. Stattdessen soll die Schneise in den Wald jetzt 115.000 Euro kosten. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Bezirksregierung das jetzt doch durchziehen möchte? Nein, überhaupt keine. Weil die leben ja alle nicht hier. Doch statt auf Pferde zu bauen, wird jetzt ein Weg für Forstmaschinen gebaut. Und die brauchen Platz. Die Trasse wird 5 Meter breit, mindestens 150 Bäume müssen weg. Insgesamt wird die Waldstruktur, dieser natürlich gewachsene Buchenwald, wird komplett zerstört. Der Hang wird angegriffen, die Stabilität gefährdet. Hier eine Schneise geöffnet, die wirklich für Wind- und Sturmanfälligkeiten verursachen wird. Aber die Waldeigentümer haben ein Recht auf den Weg. Eine Klage wäre aussichtslos. Johannes Salz von der Eigentümergemeinschaft kann die ganze Aufregung deshalb auch nicht nachvollziehen. Die Alternativen sind ja auch geprüft worden. Die sind alle vorgestellt worden, alle geprüft worden, alle abgelehnt worden. Sowohl von der Regierung, von den Fachbehörden, alles weg. Die Kölner Bezirksregierung bestätigt das. Außerdem falle das Projekt jetzt sogar kleiner aus als ursprünglich geplant. Insofern glaube ich auch, wenn da mal im wahrsten Sinne des Wortes etwas Gras drüber gewachsen ist, dass dann alle auch damit das akzeptieren können. Fundamentalisten, Naturschützer. In 4 Wochen soll der Waldweg fertig sein. Ob sich die Gemüter dann beruhigt haben? Hat diese Flasche von unten auf? Zumindest heute sieht es nicht danach aus. Ja, das nennt man dann eher verhärtete Fronten, sehr unterschiedliche Meinungen. Zugegeben.